Wow, das ging schnell, Tom. Mhm. Es ist eine Früchtepizza, falls ihr es nicht erkennen könnt. Tom ist halt auch so gar nicht der süße Typ. Jetzt habe ich mal sowas gezogen und dann schmeckt es nicht. Damit wir uns nicht nur ungesund ernähren, kommt jetzt... Okay, es ist irgendwie immer was Ungesundes dabei. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Wir machen heute was ganz Besonderes und zwar werden wir heute einen Tag Gummi versus echtes Essen essen. Wir müssen das normal machen, ich habe die Falschrum hochgehalten. Also nochmal. Gummi versus echtes Essen. Als Beispiel haben wir einmal Himbeeren und Gummihimbeeren. Nice, also ich weiß gar nicht, welche ich lieber essen würde. Ich bin immer eher dieser natürliche Typ, dass ich gerne Früchte mag und Hella isst gerne so süße Sachen. Ja, wobei ich sagen muss, die normalen Himbeeren finde ich halt auch ziemlich lecker. Und ich muss die Gummihimbeeren essen. Und ich darf dann die echten essen. Mmh. Nice. Darf ich auch die Brombeeren essen oder nur die Himbeeren? Nur die Himbeeren. Hier seht ihr mal, wie die aussehen. Also die hier sind ein bisschen farblich anders als die echten. Ich liebe halt Himbeeren. Als nächstes haben wir echte Eier, aus denen wir Spiegeleier machen wollen. Und Spiegeleier! Haribo macht Spiegeleier? Seit wann denn das? Das müssen wir jetzt erstmal noch braten. Genau. Okay, dann lass uns mal ein Ei braten. Worauf hättest du mehr Lust? Auf die Gummieier oder auf die echten Eier? Ich muss sagen, ich hätte mehr Lust auf die Gummieier. Und ich auf die echten, hundertprozentig die echten. Das Ding ist, ich habe noch nie diese Gummieier gegessen. Deshalb bin ich so gespannt, wie die schmecken. Ich muss halt sagen, die sehen sich echt ähnlich. Aber außer, wirklich? Dass die Eier so ein bisschen viel kleiner sind. Ja, viel okay. Kleiner. Aber ich finde, die sehen sich schon ähnlich. Gibt es da irgendwie eine Geschmacksrichtung oder sowas? Mit Zitronengeschmack. Mmh. Schoko-Zitrone! Leute, schreibt es in die Kommentare. Mögt ihr das Ei lieber gedreht oder so ungedreht? Wie sieht's aus bei dir? Gedreht. Also ich mag das Ei auch lieber gewendet. Gewendet? Ich mag es gedreht. Also ich mag es, wenn es einmal so gedreht wurde. Das ist doch noch nicht fertig. Natürlich. Das ist noch total wabbelig. Nein, das ist perfekt. Das sieht einfach aus wie so Wackelpudding. Ich finde das richtig eklig, wenn das so wabbelig ist. Oh Mensch. Okay, fertig. Also, ich weiß ja nicht. Augen zu. Was ist es? Gummi! Gummi! Sehr gut, da darf ich nämlich das echte Ei essen. Aber ich würde die auch gerne mal probieren. Ich muss sagen, ich bin richtig froh, dass ich diesen Wabbel nicht essen muss. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie dieses Mini-Spiegelei schmecken wird. Mmh. Schmeckt auf jeden Fall ganz anders als ein normales Ei. Schmeckt. Mmh. Ich liebe Spiegeleier. Wow, das ging schnell, Tom. Mhm. Bist du bereit für das nächste Essen? Aber sowas von. Als nächstes habe ich uns etwas zum Mittagessen besorgt, was uns hoffentlich sättigen wird. Also, wenn man das Ein von echte, uns beiden ja. wahrscheinlich. Wenn man das echte erwischt. Und zwar habe ich uns Asianudeln mitgebracht. Wow, welches ist jetzt das echte? Da. Hier ist auf jeden Fall das Gummi. Und hier ist das echte drin. Hm. Also was hättest du lieber? Also ich würde definitiv lieber das echte essen, weil von dem Gummizeugs wird man ja nicht satt. Also ich muss sagen, hierbei hätte ich auch lieber das echte essen. Was ist das denn? Hier ist wieder so ein Spiegelei drin und ja, halt Nudeln. Hier, ist das ein Glückskeks? Was soll das sein? Das sieht wirklich aus wie so ein Glückskeks. Ich dachte kurz, das wäre ein Glückskeks. Ist es aber nicht. Wir wurden getäuscht. Boah, das riecht so komisch. Die Nudeln fallen vor allen Dingen vorne raus, Hella. Was ist das für eine Verpackung? Aber ich finde, die sieht so echt aus. Total. Wir gucken mal, hier steht drauf, was drin ist. Also, wir haben einmal Candy Shrimps. Shrimps? Das hier. Das ist ein Shrimp? Wie witzig ist das? Dann haben wir noch Candy Vegetables, ein Ei, Nudeln und Topping. Was auch immer das sein soll. Ach, das soll die Soße sein. Das hier ist sozusagen die Soße. Das soll die Soße sein? Ich glaube schon, süß-sauer. Ja, wie stellt man das sonst dar? Ja, hier ist auf jeden Fall die echte Süß-Sauer-Soße drauf. Ganz viele Nudeln. Ich bin gespannt, wer was zieht. Du hast mir extra eins Nein! gegeben, oder? Nein! Gummi, schon wieder, das kann nicht sein. Wir ziehen immer nur Gummi. Du hast mir extra eins gegeben, glaube ich. Nein, hab ich nicht. Ich habe das so gehalten. Ich werde jetzt auf jeden Fall satt werden. Ich nicht. Das ist schon ein bisschen witzig. Alter, jetzt. Wie lang sind die? Mmh. Mmh. Wollen wir damit ein Titelbild machen? Mhm. Und bist du zufrieden mit deinen Fake-Nudeln? Mmh. Jetzt werde ich diesen Shrimp verzehren.
Ich hatte kurz Angst, dass er wirklich nach Fisch jetzt schmeckt, aber zum Glück nicht. Das wäre schlimm. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit meiner Bestellung. Aber damit du jetzt auch nicht verhungerst mit diesen süßen Sachen, hole ich jetzt ein weiteres Mittagessen. Nice. So, wir sind jetzt einmal zu Burger King gefahren, denn hier mussten wir etwas kaufen. Wir fahren jetzt mal auf den Parkplatz und ich bin gespannt. Einmal haben wir hier Candy Pommes. Mit Ketchup sogar. Hier haben wir einmal die echten Pommes mit Ketchup. So, jetzt müssen wir einmal ziehen, wer welche essen darf. Also, ich hätte mehr Lust auf die echten, wie immer eigentlich. So, wer darf jetzt ziehen? Weiß ich auch nicht. Egal, ich ziehe jetzt einfach. Okay, 1, 2, 3 und... Okay, was habe ich gezogen? Ich habe gezogen... Das kann doch nicht sein! Echt! Und ich muss schon wieder das Gummi essen. Das ist so frech. Mit 3 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Jetzt bin ich aber gespannt. Surprise Candy Fries. So sieht eine Gummipommes aus. Und die ist hart und schmeckt nach Banane. Ja, man kann das gar nicht kauen. Ohne Scheiß, das schmeckt, als wäre es 10 Jahre alt. Aber da steht ja verschiedene Geschmacksrichtungen, also probiere ich nochmal weiter. Aber schau mal, wie ähnlich sie sich sehen. Welches ist die echte? Man weiß es nicht. Man kann hier halt so abbeißen. Okay, das ist was anderes. Mandarine. Das ist irgendwie voll komisch, weil bei Pommes stellt man sich auch sowas, weiß ich nicht, was anderes einfach ein. Was salziges. Eine Kartoffel. Ja. Pommes ein. Und kriegt dann so eine Mandarine. Mm. Du hast mir hier extra so eine dazwischen gelegt, damit ich die esse. Nein. Und jetzt probiere ich noch den Ketchup. Und wie schmeckt der Ketchup? Nach Erdbeere. Nee. Ich kann ja nicht Bananen mit Erdbeeren und Mandarinen essen. Okay, dann machen wir jetzt mal weiter. Als nächstes habe ich uns Pizza organisiert. Wow. Welches ist die echte und welches ist die Fake-Pizza? Das hier ist die echte. Ach, gerade so erraten. Ich will mal die sehen, die Fake-Pizza. Ta-ta-ta-ta. Eine Pizza in Plastik eingepackt. Lecker. Und schon wieder ist hier ein Spiegelei drauf. Also irgendwie haben wir es heute mit Spiegeleiern. Verhext Chips Cola. Hier haben wir eine Pizza Margherita. Das heißt, wir müssen noch ein Spiegelei machen. Und müssen vielleicht noch Tomaten schneiden und noch irgendwas Grünes? Petersilie? Nee, das lassen wir weg. Das ist Origami. Ja. Origami? Heißt das nicht so? Oregano. Oregano, sorry. Ich mache noch ein Spiegelei und du packst deine Pizza aus Plastik aus. Okay. Bleh. Auf solche Ideen muss man auch erstmal kommen, so eine Gummipizza zu entwerfen. Hier gibt's einfach so Mini-Stücken Pizza. Wir haben so einen richtigen Pizzaboden. Das ist ja witzig. Scheinbar willst du ja diese Mini-Stücken Pizza essen. Ich würde nämlich gerne diese echte Pizza essen. Ich würde auch gerne die echte Pizza essen. Mmm. Schaut euch das mal an. Was ist los? Ich wusste doch, wo Gummi ist und wo echt ist. Mann! Ich werde halt gar nicht mehr satt. Oh, ich hätte die auch gerne mal probiert. Wollen wir tauschen? Nein. Da sind Bananen drauf. Was ist das für eine Pizza mit Bananen? Und ich kriege jetzt noch ein Spiegelei auf meine Margarita. Ein wabbeliges Spiegelei. Oh, nee. Tom will mich jetzt extra quälen. Das Spiegelei braucht noch ein bisschen. Ich belege mir jetzt eine Pizza. Hier ist das Pizzastück. Das ist erstmal so ein riesen mit einer Banane, einem Spiegelei, Apfel oder Birne oder was auch immer das sein soll. Eine Erdbeere. Es ist eine Früchtepizza, falls ihr es nicht erkennen könnt. Mm, lecker. Früchtepizza mit Spiegelei. Spaghetti kommt noch oben drauf. Das ist halt hundertprozentig die Soße. Gut, das esse ich jetzt. Guten Appetit. Heute wirst du richtig satt. Tom ist halt auch so gar nicht der süße Typ. Du magst dich so gerne. Ach so. Ich bin satt. Die Frage ist, hast du schon mal eine Pizza mit Spiegelei gegessen? Nein. Ist auf irgendeiner normalen Pizza ein Spiegelei drauf? Wie hätten Sie gerne Ihr Spiegelei? Rund oder eckig? Am besten gar nicht, wenn es so wabbelig ist. Gar? Also gar ist es nicht. Gar nicht. Das meintest du, ne? Gar nicht. Nicht gar. Ja, genau. Okay. Genau das habe ich gemeint. Ich habe es extra noch so ein bisschen wabbelig gelassen. Oh, Tom. Mm. Das kann ich nicht essen. Also wie überdimensional groß will halt bitte dieses Ei sein? Oh, heiß. Oh. Irgendwie ist es echt weird. Schmeckt's? Ja. Mm. Oh, das läuft, es läuft, es läuft. Es tropft. Es ist zu spät. Damit wir zwischen dem ganzen Essen auch nicht verdursten, habe ich uns das hier mitgebracht. Danke. Also einer von uns beiden wird verdursten. Ja, du darfst jetzt ziehen. Ene, mene, mu und raus bist du. Nein. Nicht schon wieder, Gummi. Das kann doch nicht sein. Das wollte ich selber nicht, weil ich die gerne gegessen hätte. Zum ich Nachtisch. Hab Durst. Und ich mag keine Cola. Ich mag halt nur so Fake-Cola. Auf drei trinken wir. 1, 2, 3. Bei
dir ist nicht so viel rausgekommen, ne? Nee, ich habe die ganze Flasche gegessen. Oh, das reicht mir auch schon. Ich habe keinen Durst mehr. Oh Mann, ich hätte gerne einen davon, aber darf ich nicht essen? Köstlich. Naja, weiter geht's. Damit wir uns nicht nur ungesund ernähren, kommt jetzt... Okay, es ist irgendwie immer was Ungesundes dabei. Kommt jetzt Obst. Einmal Erdbeeren und Erdbeeren. Davon würde ich am liebsten gar keine essen. Du musst aber irgendwas essen. Gut, du ziehst jetzt wieder. Echt? Ich krieg heute noch einen Zuckerschock. Also, wir hätten das Video gleich nennen sollen. Tom isst Gummiessen. Ja. Oh mein Gott, Zuckerschock. Wer bist denn du? Prost. Die Frage ist, darf ich das Grün mitessen? Ja. Musst du dein Grün auch mitessen? Mhm. Weiter geht's. Zurück bei Burger King. Wir losen wieder aus. Nee, halt fest. Halt du darfst das nehmen. Jetzt nein, das. Nein, halt fest. Das war ein Trick. Ach, yes, echt. Dann krieg ich schon mal diesen Burger. Und ich habe extra einen Plant-Based bestellt. Also, weil ich dachte nicht, dass ich später irgendwie Fleisch essen muss. Oh, der riecht aber auch nicht gut. Ich bin nicht so ein Plant-Based-Fan. So sieht mein Burger aus. Und schau dir meinen an. Was ist das denn? Nee. Nee. Jetzt habe ich mal sowas gezogen und dann schmeckt's nicht. So, jetzt mache ich mal hier meinen Burger auf. Ich kann halt auch nicht mehr. Mir ist schon schlecht von diesen ganzen Süßigkeiten. Das soll ein Burger sein? Was ist das hier für ein Patty? Probier mal. Mmh, schmeckt richtig gut. Reines Plastik. Ich glaube, das soll die Boulette sein. Und dann haben wir hier noch Ketchup und ganz oben... Pizza. Das Burgerbrötchen. Jetzt schichte ich mir das mal. Ein Ketchup und noch ein Salat. Rein mit dem Burger. Das schmeckt merkwürdig. Ich muss sagen, es gibt definitiv bessere Burger als den hier. Der ist nicht so zu empfehlen. So, Tom, jetzt kommt dein Lieblingsessen. Warte, entweder Nudeln, Melone, Wassermelone. Nein. Hä? Gibt's auch, so kleine Gummiwassermelonen. Hast du die gekauft, die Gummiwassermelonen? Wir können ja nochmal ein Video drehen und da bereitest du einfach alles vor. Leute, schreibt alles in die Kommentare, was wir noch in Gummi essen sollen. Dann kaufe ich nächstes Mal ein und ich werde dann Gummiwassermelonen kaufen. Sushi. Ja, Fake-Sushi und Real-Sushi. Dann haben wir das ja schon mal geklärt. Ich frage mich, was das hier sein soll. Das sieht so aus wie Hundepfoten. Ah, hier hinten steht's drauf. Das sind Maki. Maki. So sieht echtes Sushi aus. Also ich muss sagen, bei Sushi hätte ich sehr, sehr gerne das echte. Ich auch. Siehst du, das sind die Fische hier. Die sehen einfach aus wie die hier, wie Lachs. Das hier sieht aus wie das. Thunfisch ist es, ja, glaube ich. Das dann haben dann wir auch hier noch... Soll das hier Edamame sein? Ja, das sieht richtig aus wie Edamame. Ich glaube, das ist Edamame. Und das hier Chilischoten oder was? Und hier haben wir nochmal so... Wie heißen die nochmal? Scampis. Ja, hier haben wir nochmal so Scampis. Die sehen ja aus wie die hier. Das ist schon witzig. Okay. Nein! Ja, dann, ich wollte mich auch umentscheiden, dann hat Teller schon Nein gesagt. Und ich hab echt... Oh Mann! Aber ist in Ordnung. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Sojasauce gekauft, für den Geschmack gekauft, vor allen Dingen geholt aus der Küche. Was essen wir denn als erstes? Wir essen immer das Gleiche. Ich würde sagen, wir fangen hier mit so einem Fisch an. Cheers, ich will das nicht an die Sojasauce kriegen. Mm. Also, der Reis ist ein Marshmallow. Mhm. Was essen wir als nächstes? Thunfisch. Kennt ihr den Witz mit dem Thunfisch und dem Walfisch? Trifft ein Thunfisch einen Walfisch und fragt, was soll ich Thunfisch? Sagt der Walfisch zum Thun... Nee, andersrum. Warte. Nochmal von vorne. Trifft ein Thunfisch... Nee, andersrum. Trifft ein Walfisch einen Thunfisch? Sagt... Was immer soll diese ich Leute, Thunfisch? Die keine Witze erzählen können. Ja? Sagt der Walfisch... Nee, sagt der Thunfisch zum... Jetzt konzentrier dich einmal. Okay, sagt der Thunfisch zum Walfisch, du hast die Walfisch. In dem Sinne so esse ich jetzt den Thunfisch. Mhm. Mm. Als nächstes essen wir hier die Scampis. Diesen Orangenen esse ich jetzt, oder? Die Garnelen. Du darfst ich hab meine schon im Mund. Du darfst nur das obere essen. Nee. Das hier sieht mir fast aus wie Wasabi. Nee, ich glaube finde, nicht. Das muss Tom jetzt einfach mal probieren. Nicht Wasabi, Ingwer meine ich natürlich. Bei drei. Nee. Doch. Das ist nie im Leben Ingwer. Das ist Ingwer, das sieht voll so aus. Cheers. Mm. Ach, hat das Ingwer Geschmack? Mm-mm. Das ist ja ganz komisch. Ist ja furchtbar. Mm. Mm-mm. Mm-mm.
Nach dem Gurkhal scharf. Hella. Ja, das geht gar nicht. Boah. Was war das? So eklig. Das geht gar nicht. Sie dachte noch, sie kann mich jetzt damit reinlegen. Dabei habe ich sie reingelegt. Das war's jetzt auch schon mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch natürlich gefallen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was für Gummiteile wir noch essen können. Dann machen wir nochmal ein paar zwei davon. Dann kannst du die Essenssachen ja mal aussuchen, ne? Bitte. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Gesund bleiben. Ciao.